Uns hat sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Die lebt echt. Man fiebert selbst mit, auch mit der Aktualisierung in der App. Alles Zeit, also Lifetime. Und man kann die anderen Teams auch einfach anfeuern, was richtig cool ist. Wir sind überzeugt, dass wir hier in der Region auch eine große Verantwortung haben, eine regionale Verantwortung. Es gibt eine Menge Institutionen, die brauchen Gelder, um ja, ihren Zweck zu erfüllen. Ob das jetzt die Nestwärme ist oder Bananenflanke. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, hier mit Sitz in Trier, sind aber deutschlandweit in Österreich und Luxemburg tätig. Und wir kümmern uns um Familien mit schwierigen Lebenssituationen, mit beeinträchtigten, schwerstkranken Kindern. Und ja, wir bauen ein Kinderhospiz. Das Team Bananenflanke ist ein Fußballverein für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder. Bei uns spielen Kinder im Alter von 7 bis 24 Jahren jede Woche Fußball, die andere auch. Die machen einen riesen Job im Ehrenamt und da zählt jeder Euro. Insofern sind wir sehr froh, wenn wir das unterstützen können. Das Kinderhospiz wird über Spenden finanziert. Deswegen sind wir so dankbar, hier zu sein, dass es so tolle Organisationen gibt, die sowas ermöglichen. Weil ohne die Spenden, ohne die Öffentlichkeit, ohne solche Events und Veranstalter können wir das alles nicht leisten. Genau, mit Nestwärme arbeite ich schon ein paar Jahre jetzt zusammen, auch über meine Triathlon-Veranstaltungen. Beim Kinderhospiz schon teilweise ein bisschen unterstützt, auch gespendet. Und selbst versuche ich immer so gut wie möglich da auch, wenn meine Hilfe gebraucht wird, unter die Arme zu greifen. Team Bananenflanke ist mittlerweile an 20 Standorten in Deutschland vertreten. Wir finanzieren uns über Spenden, ja, und halt Mitgliedsbeiträge. Und wir sind halt über jeden Cent dankbar, den wir bekommen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diese tolle Kooperation auch im nächsten Jahr weiter fortsetzen. Ich glaube, das reflektiert sowohl auf Vereinsticket, ihr macht hier einen super Job mit dieser tollen Organisation, als auch auf die Volksbank Trier. Also es wird eine Nestwärme-Band geben und die bringen wir heute zum ersten Mal in einer kleinen Variante auf die Bühne, denn Musik ist was, was uns immer schon begleitet. Und wir dachten irgendwie, dass das der richtige Rahmen wäre, um das das erste Mal auf die Bühne zu bringen. Heute machen wir das im Duo und wollen einfach die Leute ein bisschen mitnehmen und mit der Musik einfach unsere Themen vorstellen.